applause, applause, applause. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them touch. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them touch. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben, bei Portal 2 und wir sind im Level 3. Na toll. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt, völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Mai, ihr kennt mich ja, meine Lieben. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Ja, ihr kennt mich ja. Ich habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen, als er geht's ja weit runter. Als er ja seinen ersten Satz gesagt hat. Ja. Ihr kennt mich doch, ihr kennt mich doch. So, jetzt gehen wir mal erstmal hier hoch. Hier rein. Und zack. Nein! Naja, gut, das funktioniert trotzdem. Ich weiß zwar nicht, was wir da hinten machen können, aber. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal. Okay, wir müssen erstmal was holen. Okay, dann machen wir es doch mal so. Zack. Clear. Was haben wir hier? Irgendwo ein Knopf, da ist ein Knopf. Wir müssen da bestimmt fliegen, um dorthin zu kommen. Okay. Hier runter. Zapp! Upsa. Ich wollte euch nicht umschmeißen. Tut mir leid. So. Ach so. Ich muss kurz nachdenken. Nein. Moment. Ich hab's doch vorhin auch geschafft. Das passt. Los. Nein, oh Gott, ich bin so doof. Komme ich da nicht hoch? Ich bin ein Trottel, wisst ihr das? Gottes Willen. Wenn Dummheit wehtun würde, wisst ihr? Ich bin einfach zu früh runter. Jetzt aber. Oh, wie enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden.
Ja, ja, wird schon wieder alles weg. Oh, ich habe gerade gemerkt, dass ich mal. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem. Ich will das nicht. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Sie hat mich verteidigt. Sie hat gesagt, ich bin nicht fett. Und sie hat gesagt, er ist adoptiert. Das finde ich ganz gut. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich eben rausgefunden habe, dass ja, ich zu laut war. Okay, wie komme ich jetzt eigentlich hier rüber, ohne dass ich hier irgendwas... Auf, 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 auf. Ich bin gestirbt. Nein. Oh, WTF. Auch geil. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Ja, ja. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will das ja nicht fangen. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Er sagt, ich bin nicht. Sie sagt, ich bin nicht. Wie kriege ich das Ding jetzt hierher? Muss doch irgendwas geben, was ich da drauflegen kann. Wenn ich da drauf gehe. Na gut. So. Ja. Du bleibst weiter. So. Dann machen wir den hier. Nein, nein, das stimmt, hat schon gepasst. So, wir müssen hier hin. So. Tschüssi. Tschüss. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier... Dabei ist der Test zu einfach, aber nicht einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Ja, wer weiß, wie er eigentlich wirklich drauf ist. Das will ich eigentlich nicht so ganz rausprovozieren. Aber naja. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Oh, klassische Musik, ganz toll. Level 5. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären.
überlege gerade. Wir müssen hier hoch. Bringt das was? Treffen würde das so. Was kann man hiermit erreichen eigentlich? Da ist ein Knoppis. Das bringt mich halt absolut gar nicht weiter. Verschiedene Perspektiven rauszufiltern, aber irgendwie macht nichts Sinn. Und ich stürze in den Tod. Das ist natürlich auch geil. Um Gottes Willen, Niki. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Nicht hinkommen, ist es blöd, scheiße. Yep. Naja, hätte ja klappen können. Naja, der Ansatz war gut, aber die Durchführung war irgendwie scheiße. Das hätte ja fast klappen können. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Okay, ich raff's gerade echt nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss eigentlich bloß darüber. Wir haben keine Möglichkeit, direkt dort rüber zu kommen. Hoppla. Wir müssen hier durch rüber kommen. Haben wir hier blau und das? Ganz einfach. Boah, aber ganz knapp. Kommt da was? Hm, okay. Selbe Spiel nochmal. So, ganz einfach. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus.
Er aber was? Und das sehen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!